Herzlich willkommen zum dritten Spieltag der Bundesliga Home Challenge. Und wir von Hertha TV und Hertha und er wünschen euch, Herthaner, zunächst einmal ein gesundes Osterfest zum Spiel unserer Hertha gegen Dynamo Dresden. An der Konsole bei Hertha ist der Tom Bismarck und der ist schon dabei mit Piatek. Unsere Hertha in blau-weiß gestreift mit Wladimir Darida. Santiago gibt auf Mukipic und der schießt. Und nach nicht einmal 4 Minuten steht es 1:0 für unsere Hertha. Und das erste Osterei liegt sozusagen im Nest der Dynamos. Tom Bismarck auf unserer Seite und Marcel Grohmann auf der Dynamo-Seite. Der ist übrigens nicht offiziell Mitglied bei Dynamo Dresden, spielt aber für die Schwarz-Gelben und unsere Hertha wieder im Angriff über Piatek, gibt den Ball noch einmal auf Mukipic, der versucht Kunja zu treffen, aber abgeblockt der Ball und jetzt können die Dynamos sich wieder langsam befreien. Das ist die Kurzzusammenfassung natürlich. Wolf gibt auf Luke Bacchio, der wird jetzt hoffentlich in den Strafraum ziehen, tanzt noch einmal, gibt zurück. Wieder auf Wolf, dann Santiago noch einmal auf Luke Bacchio und Kunja versucht den Ball direkt aufs Tor zu zielen, wird aber abgeblockt und jetzt sind die Dynamos im Gegenangriff kurz vor Ende der ersten Halbzeit und Schmidt und super Parade von Rune Jahrstein und somit steht es 1:0 für unsere Hertha in der Halbzeit und da kann man sich schon mal in der Aktion Hertha-Kneipe virtuell ein Bier genehmigen, einen Schluck aus der Pulle sozusagen und unsere Hertha wieder am Ball mit Luke Bacchio versucht aufs Tor zu zielen, verliert den Ball, Kopfball von Niklas Stark, der immer noch so ein bisschen in häuslicher Quarantäne ist. Noch einmal Niklas Stark, jetzt auf der rechten Seite mit Wolf. Der gibt in die Mitte zu Santiago. Und Ballbesitz für unsere Hertha erneut durch Stark, der wieder auf Wolf. Da läuft das Bällchen mit Luke Bacchio. Und die Dynamos kommen, wollte ich gerade sagen, gar nicht in den Ballbesitz. Haben ihn jetzt kurz gehabt, aber wir haben ihn wieder zurückerobern können. Santiago kann den Ball behaupten. Und Mukipic am Ball steckt den Ball wunderbar durch. Und ja, da wird Vladi Darida abgeblockt. Somit bleibt es beim 1:0. Darida gibt den Ball auf die linke Seite zu Maximilian Mittelstädt, der heute nicht dabei ist im zweiten Spiel. Und Mukipic gibt den Ball auf Matthias Kunja und Tor. 2:0, 78. Spielminute. Schöner Linksschuss auf Vorlage von Mukipic. Und die Dynamos versuchen in den letzten 10 Minuten noch einmal in unseren Strafraum zu kommen. Das gelingt bisher nicht, weil der Herthaner, unser Tom Bismarck, gut steht. Jetzt kommen wir aber frei zum Schuss. Und da hat auch Rune Jahrstein im Tor keine Chance. Somit steht es durch Simon Marquinhoek nur noch 1:2 Anschlusstreffer. Und die Nachspielzeit läuft. Und Schlusspfiff. Hertha gewinnt mit 2:1. Hey, liebe Hertha-Fans, wie ihr gesehen habt, konnte ich mein erstes Spiel gewinnen. Jetzt noch Pascal die Daumen drücken für den Gesamtsieg. Und wir drücken natürlich Pascal, der zum ersten Mal das blau-weiße Hertha-Trikot an der Spielkonsole in der Hand hat. Und wir spielen im Rudolf-Harbig-Stadion von rechts nach links. Die Dynamo ist natürlich traditionell in Schwarz-Gelb. Versuchen jetzt in den Strafraum zu kommen. Das gelingt ganz gut, aber wir können noch einmal ablocken. Aber die Dynamo ist immer noch am Ball. Schöner Hackentrick und super Parade von Rune Jahrstein. Das war fast die gleiche Spielminute wie im ersten Spiel. Aber noch steht es 0:0 und unsere Jungs in Blau-Weiß sind am Ball und versuchen jetzt in den Strafraum zu kommen mit Marco Grulc, der mit von der Partie ist, genauso wie Pascal Köpke selbst. Und schöner Schuss, aber knapp am rechten Tor vorbei. Piers Gelbrecht versucht jetzt in den Ball, den Ball in den Strafraum zu geben. Das gelingt ganz gut und Matthias Kunja kann sich durchsetzen, gibt nochmal den Ball auf Pascal Köpke, der knapp am Tor vorbei am linken Torpfosten. Und für unsere Hertha, für Pascal läuft das ganz gut. Noch steht es aber 0:0 zwischen unserer Hertha und Dynamo Dresden. Und ja, das kann man geben, den Freistoß. Foul an unsere Hertha. Zunächst haben wir den Matthias Kunja am Ball. Jetzt aber Marco Grulc mit der Rücknummer 15. Und er schießt und
Das war das Gebäck, das war das Lattenkreuz, aber immer noch 0:0. Und die Dynamos haben jetzt die Möglichkeit zu kontern. Wunderbarer Ball auf die linke Außenseite unserer Hertha. Da kommen wir nicht so richtig ran an den Ball. Pass in die Mitte und somit das 1:0 in der 40. Minute durch den Dresdner Schmidt. Und die Nachspielzeit der ersten Halbzeit läuft. Die Dynamos führen und wir versuchen, in den Strafraum zu kommen. Das gelingt super mit Kunja und super in der ersten Halbzeit. Noch der Ausgleich durch den Torschützen Mateusz Kunja. Und somit gehen wir in die zweite Halbzeit. Die 67. Minute läuft und Dynamos im Strafraum. Und der Schuss wird noch abgeblockt von Niklas Stark. Und Rune Jahrstein kann den Ball natürlich aufnehmen und rollt jetzt den Ball wieder zu unseren Jungs. Und schon wieder ist Pierre Skjelbred am Ball. Der hat den Ball im Mittelfeld, geht jetzt tief in die Hälfte. Der Dynamos müsste jetzt mal ablegen. Das macht er auf Kunja. Der auf die rechte Seite zu Vedat Ibisevic. Der setzt sich wunderbar durch. Wieder auf Kunja, nochmal Ibisevic. Und Torschuss und super Parade des Dynamos. Und Nachschuss noch einmal, aber der geht weit über das Tor. Wir sind jetzt schon in den letzten 10 Minuten ein abwechslungsreiches Spiel. Und jetzt haben die Dynamos die Chance, der geht frei aufs Tor. Und, boah, Pfostenschuss an den linken Pfosten. Der Golak von Dynamo hat zum Glück nicht das Tor getroffen. Somit bleibt es beim verdienten 1:1 und unsere Hertha gewinnt. Hi Leute, wie wir heute gesehen haben, haben wir mit eSports heute gegen Dresden gespielt. Wir haben insgesamt 3:2 gewonnen. Ich habe unentschieden gespielt, bin relativ zufrieden, war ein cooles Spiel, hat sehr viel Spaß gemacht und sonst wünsche ich euch noch frohe Ostern und man sieht sich. Bis bald, ciao, ciao.